Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es ein Get Ready With Me sozusagen von mir, aber mit Fokus auf das Augen-Make-up, was ich heute trage, weil das sehr häufig angefragt wurde. Ich habe das getragen in meinem XXXL Drogerie-Haul Teil 2. Da haben wir es viele gesehen und viele angefragt, wie hast du das gemacht, wie hast du das geschminkt. Das seht ihr heute im Video. Und worum es auch geht, es geht um den L'Oreal Glam Bronx Eau de Soleil Bronzer, ein Flüssigbronzer, den ich heute für euch aufgetragen habe. Und was ich sonst noch trage im Gesicht, habe ich euch ebenfalls abgefilmt und werde euch ganz kurz sagen, was ich heute komplett drauf habe. Also bleibt dran! Als erstes habe ich eine Tagespflege benutzt und habe mich dann entschieden, ein Lippenpflegeprodukt aufzutragen von Labello, die Lip Butter in Raspberry Rose, einfach um die Lippen schon mal vorzubereiten und mit Feuchtigkeit zu versorgen. Dann habe ich eine Foundation von Essence verwendet, das Soft Touch Mousse Make-up in der Farbe 03 Matte Honey, weil ich doch sehr dunkel bin im Moment, aber das gefällt mir sehr gut. Das mattiert direkt ab und lässt sich einfach mit den Fingern auftragen. Den MAC Pro Longwear Concealer in der Farbe NC25 habe ich heute verwendet. Aber wie gesagt, mit dem Pumpspender, da kommt immer zu viel Produkt raus. Ich habe nur ein ganz kleines bisschen und habe das dann mit meinem Beauty Blender verblendet. Sieht sehr lustig aus, wenn man sich das erstmal so an die Stellen aufträgt, wo man es braucht und dann verblendet. Aber mit dem Beauty Blender kriegt man das ganz gut hin, dass es sich schön in die Haut einarbeitet und dann auch wirklich nicht mehr so sichtbar ist. Abgepudert habe ich das Ganze mit meinem Sigma-Pinsel und zwar ist das der Large Powder F30. Den habe ich schon sehr, sehr lange. Damit lässt sich schön das ganze Gesicht abpudern. Und ich habe mein Clinique-Puder verwendet. Das nennt sich Stay Matte Sheer Pressed Powder Oil Free 101 Invisible Matte. Für meine Augenbrauen habe ich heute von Catrice einen Augenbrauenstift verwendet, mehr nicht. Und zwar habe ich nur die Farbe, wie heißt er denn? Don't Let Me Brown 040 aufgetragen, habe damit einfach meine Augenbrauen ein bisschen aufgefüllt und mehr habe ich heute gar nicht gemacht. Dann habe ich begonnen mit meinem Augen-Make-up und habe mir hier oben als Highlight unter die Augenbraue diesen Eyebrow Lifter von Catrice gesetzt, der heißt Lift Me Up Scotty. Und habe den mit den Fingern einfach verblendet. Das habe ich zuerst gemacht und dann fiel mir ein, ich habe meine Lidschattenbase vergessen. Und zwar habe ich da heute von Urban Decay die Primer Potion verwendet. Die war bei mir bei einer Palette dabei. Da habe ich einfach ein klein wenig genommen und mit dem Ringfinger über das gesamte bewegliche Lid eingetupft und eingecremt. Das sorgt dafür, dass der Lidschatten grundsätzlich länger hält, besser hält und nicht so schnell verrutscht. Ich habe das jetzt in der falschen Reihenfolge gemacht. Eigentlich gebe ich zuerst die Lidschattenbase auf und fange dann an zu highlighten. Aber gut, es ist ja so Vorführeffekt, ne, wenn man mal ein Video dreht. Und dieses Augen-Make-up ist echt keine Kunst. Ich habe mir also als allererstes von P2 dieses Matte Dream Eyeshadow in der Farbe 090 Brown Delight zur Hand genommen und einen anständigen Blenderpinsel. Und zwar habe ich einmal von MAC den 217er und von Bidellium Tools die Nummer 776. Die sehen sich beide so ähnlich, die sind fast gleich und der von Bidellium Tools ist halt eben entsprechend günstiger. Ich suche euch den mal raus, ich habe den bei Amazon bestellt, es ist schon länger her, ich hoffe den gibt es noch, dann steht der unten in der Infobox. Auf jeden Fall habe ich zwei saubere Pinsel mir zur Hand genommen und habe angefangen, den P2 Matte Eye Dream Eyeshadow in der Farbe Brown Delight in die Lidfalte zu geben, einzuarbeiten, also richtig schön in die Lidfalte, außen etwas mehr und schön verblendet. Ich fange ja immer irgendwie falsch rum an, von oben nach unten. Und dann habe ich genommen von Catrice das Liquid Metal Eyeshadow in der Farbe 090 Nougat It Right. Der sieht so aus, den kann man feucht oder auch trocken auftragen. Ich habe mich heute für die trockene Variante entschieden. Und zwar habe ich den mit einem meiner Lieblingspinsel von Real Techniques aufgetragen. Der nennt sich Base Shadow Brush. Der war in einem Set. Ich habe also immer nur die Sets bestellt. Und den habe ich richtig ordentlich in die Farbe eingegeben. Also ich habe das so richtig schön eingetupft und habe mir das auch auf dem Lid aufgetupft. Und zwar auf das komplette bewegliche Lid. Ich habe in der Mitte angefangen, weil da die meiste Farbe hin sollte. Habe mich dann langsam nach rechts und nach links vorgearbeitet, bis in die Lidfalte rein. Und habe am äußeren Ende dann nochmal drauf geachtet, dass ich da sauber arbeite mit diesem V. Man kann sich zur Hilfe nehmen, auch den Finger oder ein Tübchen und kann das so dranlegen, damit es sich nach oben zieht und damit man halt nicht verrutscht und es nach unten ausgeblendet wird, aus Versehen. Und dann habe ich mir wieder einen sauberen Blenderpinsel genommen, in dem Fall jetzt den 217er von MAC, weil der noch sauber war, und bin dann einfach hingegangen und habe die dunkle Farbe mit dem Brown Delight von P2 in der Lidfalte
komplett verblendet. Und ich sage immer so schön, wenn ich das Gefühl habe, ich bin dann wohl jetzt fertig mit Blenden, dann mindestens noch mal eine Minute weiterblenden. Dann sieht es erst richtig schön aus. Also ich habe heute auch nicht so richtig, ich weiß auch nicht, also ich hätte es noch mehr verblenden können, kann man ja noch nachholen. Und ja, so habe ich das gemacht. Also es ist alles keine Kunst. Diese beiden Farben habe ich einfach nur verwendet und den Eyebrow Lifter von Catrice dazu genommen. Dann habe ich noch einen schwarzen Kajal verwendet. Ich habe mich heute entschieden für den Manhattan Exact Eyeliner in True Black. Waterproof. Der hält also Bombe. Den habe ich jahrelang, ich glaube, da habe ich 5 Stück von, alle so in der Größe schon runtergeschraubt. Ich habe den so gerne benutzt. Ich habe jetzt aber festgestellt, der ist nicht so tief schwarz, wie ich ihn mir wünsche. Und ich habe von Urban Decay den neuen Pencil, der auch bei mir bei einer Palette dabei war. Der heißt 24-7. Ich habe es vergessen, ich schreibe es euch unten in die Infobox. Den nehme ich noch lieber, den habe ich nur gerade nicht gefunden für dieses Tutorial. Wie sollte es auch anders sein? Deswegen habe ich wieder zu meinem altbewährten gegriffen. Den gebe ich mir von unten auf die obere Wasserlinie, also am oberen Wimpernkranz entlang. Das dient einfach dazu, den oberen Wimpernkranz noch etwas mehr zu verdichten. Weil ja zwischen den Härchen, die wir haben, doch immer so kleine Lücken durchscheinen. Und ja, ich habe mich daran gewöhnt, man muss es ein bisschen üben. Ich gebe mir das dann einfach auf. Und in dem Fall ist es nicht schlimm, wenn ihr einen Kajalstift habt, der nach unten hin abfärbt. Denn ich habe mir den nachher auch auf die untere Wasserlinie gesetzt, weil das ganze Auge gerahmt wurde jetzt vom schwarzen Kajal. Das gehört jetzt irgendwie zu dem Look dazu, wie ich finde, und ich finde das auch sehr schön. Deswegen habe ich mir den Kajal also nach oben und nach unten aufgegeben. Zum Highlighten im inneren Augenwinkel habe ich der Einfachheit halber einen Stift verwendet. Der hier ist von Catrice und heißt Long Lasting Eye Pencil Waterproof und es ist die Farbe 100 Pearly Bird. Das ist so einer, den man rausdrehen kann. Hier seht ihr das, so sieht er aus. Das ist also so ein Stift, den man rausdrehen kann. Und den habe ich mir dann einfach, der leuchtet so schön und glänzt so schön, den habe ich mir aber wirklich nur ins Innere, in den inneren Augenwinkel gesetzt. Ich persönlich finde den jetzt gar nicht so dolle, aber wenn es schnell gehen muss, finde ich den ganz gut. Ich setze mir den also auf, mal den dahin, wo ich den haben möchte und verblende das Ganze nach Möglichkeit nochmal so ein bisschen mit dem Ringfinger. Ich mag nicht, wenn das so eine harte Linie ist. Also mit dem Ringfinger habe ich das dann nochmal so ein bisschen verblendet. Ich finde, obwohl der waterproof ist, hält er nicht wirklich so gut. Also ich würde mir nicht nochmal nachkaufen, aber der Einfachheit halber habe ich das jetzt gezeigt. Man kann natürlich auch einen hellen, champagnerfarbenen Lidschatten verwenden und den vorsichtig auftupfen mit einem feineren Pinsel. Das geht genauso. Ja, und dann kommen wir schon zur Mascara. Ich habe mich heute für meine Le Volume von Chanel entschieden. Das ist für mich im High-End-Bereich die absolut beste Mascara, die es überhaupt gibt. Ich mag das Bürstchen, ich mag das satte Schwarz, ich mag, dass sie total gut hält. Sie hält den Schwung, sie macht mit einem Strich meine Wimpern hervorragend, aber sie kostet auch 32 Euro oder so. Also wer die nicht verwenden möchte... Ich habe die Erfahrung gemacht, also Mascaras habe ich ganz, ganz viele und ich mag sehr, sehr gerne von Essence die I Love Extreme in Pink. Die macht einen ganz guten Job, finde ich, und die kostet auch nur 2,50 Euro oder so in der Drogerie. Und die allerbeste Drogerie-Mascara für mich ist von Max Factor, wobei Max Factor generell die besten Mascaras aus der Drogerie herstellt, wie ich finde. Und das ist die Masterpiece Max Mascara. Wartet, ich habe die im Schrank. So sieht die aus. Die habe ich mir direkt im Doppelpack mal gekauft. Die Masterpiece Max Mascara von Max Factor. Mag Mama Co. am liebsten. Was für ein schönes Wortspiel. Die ist also schwarz mit Gold und das ist für mich die absolute beste Drogerie-Wimperntusche, die ich kenne. Ein kleiner Clou am Rande, wenn man so nach unten blickt und nach unten guckt, dann sieht mein Gegenüber natürlich meine Wimpern auch von oben. Und ich mag das nicht, wenn dann von oben, wenn das heller scheint. Deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, für besondere Anlässe, ich mache es nicht immer und auch nicht jeden Tag, habe ich mir angewöhnt, die Mascara, und zwar schütze ich mich da mit einem Kosmetiktuch. Ich lege mir das so auf, schließe die Augen oder lasse das eine Auge so ein bisschen zugehen, nehme die Mascara und trage die zunächst von oben auf. In solchen Bewegungen, muss nicht viel sein, 2-3 Mal reicht auch, aber ich habe es jetzt ein bisschen öfter gemacht und es war auch sehr schwierig für mich, das vor laufender Kamera mit diesem Tuch und mit dem Handspiegel in der Hand und mit der Mascara, ich hätte einen dritten Arm gebraucht, es war nicht ganz so leicht, euch das jetzt abzufilmen und um das zu zeigen, aber so meine ich das, also ich schütze mich, damit ich mir hier unterm Auge nicht alles vollmale mit der Mascara, ich schütze mich also mit einem Kosmetiktuch, schließe die Augen, mache das 2-3 Mal, lasse das antrocknen und tusche dann meine Wimpern von unten nach oben, das geht mit dieser Mascara hier ratzfatz, da braucht man wirklich nur einen Auftrag und der Schwung hält, ich habe auch keinen Wimperncurler oder so benutzt.
Und mit dieser Mascara tusche ich auch die Wimpern unten. Und ich finde, das sieht hervorragend aus. Es macht so ein richtig sattes Schwarz und wie gesagt, es hält den Schwung. Und fertig ist das Augen-Make-up. Ja, ihr hattet es euch gewünscht, jetzt wisst ihr, wie es geht. Also diese beiden Farben, der Matte Dream Eyeshadow von P2 und der Liquid Metal von Catrice, die habe ich im Grunde genommen auf dem Auge. Ihr könnt es ganz leicht nachschminken, wenn ihr die Produkte zu Hause habt oder auch ähnliche Farben verwenden. Ich finde aber, dass dieser Catrice Liquid Metal Eyeshadow schon eine satte, besonders schöne Farbe abgibt. Und ja, ich denke, man sieht es auch. Es ist auf jeden Fall ein Hingucker für braune Augen. Total schön, wie ich finde. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar habe ich mir nun den L'Oréal Glam Bronze Eau de Soleil Bronzer, ein Flüssigbronzer, aufgetragen. Das ist eine Limited Edition. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, ob man den noch irgendwo bekommen kann. Aber ich finde den super toll. Ich war da so richtig auf der Jagd, um den zu bekommen. Und ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal ausgetestet und ich muss sagen, ich bin begeistert. Es ist, wie gesagt, ein flüssiges Produkt. Man muss es ordentlich schütteln, bevor man es anwendet. Dann schraubt man es auf und es hat oben einfach nur eine ganz normale Öffnung. Kein Pumpspender oder sowas. Und ich habe jetzt einfach mal einen Tropfen entnommen. Man sieht auch sofort, der läuft sofort den Finger runter. Das ist sehr, sehr flüssig. Und habe mir das mal auf dem Handrücken aufgetragen, damit ihr schon mal sehen könnt, was es für eine Farbe ist. Ich finde die Farbe sehr, sehr schön, sehr, sehr sonnig und ich habe beim ersten Auftrag im Laden, also im DM-Markt habe ich den gekauft, habe ich gedacht, oh, da ist ja Glitzer drin. So ein ganz kleines bisschen Glitzer kam mir da entgegen und ich habe gedacht, willst du Glitzer haben? Aber ich muss sagen, auf der Haut sieht man das überhaupt nicht mehr, bei mir zumindest nicht. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, den mit den Fingern aufzutragen. Ich habe es auch mit einem Pinsel versucht und mit dem Beauty Blender hat nicht so gut funktioniert. Deswegen habe ich euch das einfach mal abgefilmt. Ich muss jetzt dazu sagen, ich bin sehr braun im Moment. Man sieht ihn nicht so richtig gut auf meiner Haut. Ich habe ihn also mit ein, zwei Fingern einfach auf die Stellen getupft, wo ich ihn haben wollte und habe ihn dann auch mit den Fingern verblendet. Auch hier an der Seite und oben an der Stirn so ein bisschen. Ich habe euch das ja abgefilmt und ich weiß nicht, ob das in der Kamera so richtig gut rüberkommt, aber ich mag diesen Bronzer sehr, sehr gerne. Ich finde den Auftrag sehr, sehr leicht und ich bin froh, dass ich ihn mir geholt habe und auch diese Glitzerpartikel sind so geringfügig da drin, dass ich es nicht sehe. Im Gegenteil, ich finde so subtil von hinten rum sieht man so einen leichten Glanz, so eine gesunde Bräune macht der, finde ich. Und ja, schaut euch das am besten nochmal auf meinem Handrücken an. Ich habe auch mal versucht, eine hellere Stelle an meinem Arm zu finden, nämlich hier unten. Da habe ich den auch nochmal aufgetragen. Dann kommt vielleicht die Farbe etwas besser raus für die helleren Häutchen unter euch, dass man das sehen kann. Der ist also ein bisschen, also der ist nicht zu rotstichig, aber auch nicht zu gelbstichig. Der ist so von der Sonne geküsst. Ich finde den einfach wunderbar. Der ist auch nicht aschig oder so. Das ist ein ganz tolles, innovatives Produkt. Eher so ein bisschen goldig ist der, finde ich. Und ja, ich bin froh, dass ich ihn habe. Ihr habt danach gefragt, wie trägst du ihn auf, wie findest du ihn? Jetzt wisst ihr es, ich finde ihn toll. Ja, und um das Ganze abzurunden, habe ich dann auch noch einen Blush aufgetragen, in diesem Fall von Benefit, den Coralista. Den trage ich dann auch meistens auf mit dem beigefügten Pinsel, der hier drin ist. Den habe ich mir jetzt auf die Wangen aufgegeben. Der hat gleichzeitig so ein, es ist so ein Aprikoton mit Goldschimmer. Ich finde den traumhaft. Der hat gleichzeitig auch so ein Highlighter mit drin und ich glaube, man sieht es. Ich habe es zumindest versucht einzufangen in der Kamera. Das schimmert direkt so gesund. Es gibt so einen gesunden Glow. Gefällt mir ausgesprochen gut und man kann sich den Highlighter echt sparen. Und für die Lippen habe ich mich für meinen neuen Astor Lippenstift Soft Sensation entschieden, die Farbe 600 Luminous Beige. Den hatte ich jetzt eine ganze Zeit lang in meiner Handtasche, habe ihn immer mit rumgeschleppt und ständig aufgetragen. Und da habe ich jetzt auch keinen Lip Liner verwendet oder sonstiges. Einfach nur diesen Lippenstift aufgetragen. Das geht relativ schnell. Ich finde die Farbe schön. Das ist so ein nudiges, aber glänzendes Finish. Und mir gefällt das ausgesprochen gut zu dem Augen-Make-up. Ja, ich hoffe, dieses etwas ungewöhnliche Get Ready With Me, weil ich habe ja jetzt doch viel erzählt, aber ich habe trotzdem alles abgefilmt, hat euch gefallen. Ihr konntet was damit anfangen. Vielleicht habt ihr jetzt auch die Chance, das Augen-Make-up nachzuschminken, so wie ich es geschminkt habe. Ich hoffe es zumindest, dass ich es vernünftig erklärt habe und ihr es auch nachmachen könnt. Schreibt mir das doch bitte in die Kommentare, ob das gut war so oder ob ich es beim nächsten Mal vielleicht anders machen soll. Egal in welcher Form. Gebt mir irgendwelche Tipps, wenn es euch nicht gefallen hat. Und ja, ansonsten mit dem Bronzer bin ich, wie gesagt, sehr zufrieden. Ich weiß, dass viele von euch den gerne haben wollten. Einige haben ihn bekommen, das habe ich über Instagram mitbekommen. Andere haben ihn nicht mehr bekommen oder wollten ihn nicht oder hatten sich Sorgen gemacht wegen der Glitzerpartikel. Ich finde, er hat nicht so viele Glitzerpartikel drin. Ich sehe sie eigentlich gar nicht mehr, wenn ich ihn aufgetragen habe, muss ich ehrlich sagen. Und mir gefällt er ausgesprochen gut. Auch diese flüssige Konsistenz, das ist was Neues, was Innovatives. Und es ist ein Bronzer, also musste ich ihn haben. Logo. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!